Herzlich willkommen zum Videolernzyklus zum Thema Was ist eine Funktion? Im Intro lernst du die wesentlichen Eigenschaften einer Funktion kennen. Du kennst dich bereits mit Gleichungen aus? Ja, dann schreibe jetzt eine Gleichung auf. Ich habe das auch gemacht. 2x plus 7 ist gleich 11. Schaut deine ähnlich aus? Und bist du auch mit verschiedenen Zahlenmengen vertraut? Na dann lass uns das gleich testen. Ordne die Zahlen den richtigen Zahlenbereichen zu. 7, 1 Drittel, minus 2 und Pi. Stoppe jetzt das Video und fahre fort, wenn du fertig bist. 7 ist eine natürliche Zahl, 1 Drittel eine rationale Zahl, minus 2 eine ganze Zahl und Pi eine reelle Zahl. Na dann kann es ja losgehen. Was ist nun eine Funktion? Kennst du diesen Begriff? Was versteht man darunter und wie sollst du dir das vorstellen? Ganz einfach. Stell dir vor, deine Nachbarn veranstalten zu Ostern eine kleine Ostereiersuche. Die Ostereier sind im Garten versteckt und jedes Ei hat eine Nummer. Nun stellen sich alle Kinder in einer Reihe auf und warten auf das Startsignal. Das Signal ertönt und die Suche beginnt. Wenn alle Eier gefunden wurden, kehren die Kinder wieder zu ihrem Startplatz zurück und schauen in ihre Körbe. Maxi hat die Ostereier mit den Nummern 2 und 3 in seinem Korb, Petra die Eier mit der Nummer 1 und 4 und Jakob fand das letzte Ei mit der Nummer 5. Jedes Ei wurde also von einem Kind gefunden, daher kann jedes Kind einem Ei zugeordnet werden. Das ist auch schon die erste und die wichtigste Eigenschaft einer Funktion. Um das Ganze mathematischer auszudrücken, stell dir vor, Maxi, Petra und Jakob tragen Fußballtrikots mit den Spielernummern 22, 23 und 24. Nun können wir unsere Funktion, wie in der Mathematik üblich, gänzlich mit Zahlen beschreiben. Den Zahlen 2 und 3 wird die Zahl 22 zugeordnet. Wie lauten die anderen Zuordnungen? Schreibe sie jetzt auf. Pausiere bitte das Video und fahre fort, wenn du fertig bist. Also, vergleichen wir. Den Zahlen 1 und 4 wird die Zahl 24 zugeordnet und der Zahl 5 wird die Zahl 23 zugeordnet. Eine Funktion ordnet einem x ein y zu. Der Funktionswert kann mit f von x oder y bezeichnet werden. Dazu gibt es also unterschiedliche Schreibweisen. F von x und y bedeuten dabei beide dasselbe. In unserem Fall ist das x die Nummer auf dem Osterei und y die Nummer auf dem Trikot. Kehren wir wieder zu der Ostereiersuche zurück. Logischerweise kann ein Ei nur von einem Kind, nämlich dem schnelleren, gefunden werden. Mathematisch bedeutet das, jedem x kann nur ein y, nicht zwei oder mehrere zugeordnet werden. Erinnern wir uns, das x ist in diesem Fall die Nummer auf dem Ei und f von x oder y die Nummer auf dem Trikot des Kindes, welches das Ei gefunden hat. Der Zahl 2 wird die Zahl 22 zugeordnet. Also schreiben wir f von 2 ist gleich 22. Wie du siehst, haben Maxi und Petra jeweils zwei Ostereier gefunden. Auch hier versteckt sich eine weitere Eigenschaft der Funktion. Mehreren x kann das gleiche y zugeordnet werden. Beachte hierbei den Unterschied zu der vorherigen Eigenschaft, die du bereits kennengelernt hast. Eine letzte Eigenschaft einer Funktion möchte ich dir noch näher bringen. Wie du vielleicht weißt, ist eine Ostereiersuche erst vorbei, wenn alle Ostereier gefunden wurden. Mathematisch bedeutet das, jedem x wurde ein y zugeordnet. Zu allen x sagen wir auch Definitionsmenge. Alle y, welche einem x zugeordnet wurden, nennen wir die Wertemenge. In diesem Fall sind mit der Definitionsmenge alle Nummern auf den Ostereiern gemeint. Mit der Wertemenge bezeichnen wir alle Nummern auf den Trikots der Kinder. Du solltest nun die grundlegenden Eigenschaften einer Funktion kennen und in eigenen Worten beschreiben können. Im nächsten Video beschäftigen wir uns unter anderem mit der Wertetabelle und dem Darstellen einer Funktion.